Und ein Part mache ich noch. Willkommen zurück zu Paper Mario. Wir machen weiter in der Reverse-Welt. Und gehen mal nach links. Also wir haben ja den Wasserfall in der eigenen, in der richtigen Welt, könnte man sagen, schon. Aha. Und das hat hier hundertprozentig dafür gesorgt, dass das Wasser hier weg ist. Es klingt sehr seltsam, aber ich mag diese Wand. Ja, ich brauche die Behus, wie gesagt, wegen der Karte. Ich muss jetzt nicht langsam anfangen, die Karten zu sammeln. Ich habe mal im Museum geschaut, wir haben 21 von 75 oder so. Also das ist... Kann ich angehen. Was mache ich jetzt wieder gegen euch? Ach Gott. So, ich hoffe, das reicht. Komm schon. Die kaputten ziehen halt echt fast nichts ab. Die Sticker kann man echt nicht mehr gebrauchen. Für die nicht Sticker. Die Karten. Die machen halt echt so gut wie gar keinen Schaden mehr. Ja, endlich, Buhu-Karte, sehr schön, dankeschön. So, und jetzt nur nicht wieder einsetzen. Okay, hier ist so ein Entfaltungsding. Aber ich habe noch keinen Entfaltungsblock gesehen. Aha. Wie mache ich das jetzt wieder? Ach, jetzt muss ich wieder in die andere Welt. Und bestimmt da rein. Okay. Ja, ich verstehe schon. I understand. Das Bild geht zurück. Dann wird da die Wand offen sein. Und ich werde irgendetwas finden, um den Fragezeichenblock in der Reverse-Welt, damit er ja, rot zu bekommen. Also, dass er halt funktioniert. War klar. Der Wechsel ist schon echt cool zwischen den Welten, dass man in der einen was macht und dann in der anderen weiter. Das gibt es ja öfter. Ist ja nicht neu erfunden, aber ich mag sowas. Ich mag sowas echt. So, jetzt müsste der Dingens eigentlich umgefärbt sein. Ja, ist ja sehr schön. Oh, was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Ja, kann ich mir erstmal durchfighten. Ich brauche eh den, deren Karte. Wow. Es bringt mir gerade jetzt die Dings zu aktivieren, weil da renne ich rein und sterb instant. Eisbruder. Okay, dann kriegst du jetzt eine Feuerblume. Müsste gegen dich ja eigentlich sehr effektiv sein. Normalerweise, ja, ist es auch. Wie gesagt, im Optimalfall geben die mir gleich noch ihre Karten. Aber es bleibt bei einem. Da will ich nur Eisblumen einsetzen, ist auch ein bisschen doof. Reicht der Hüpf-Pushen, um ihn zu killen? Ich bin mir da nicht sicher, aber ich will es mal wissen. Ich glaube ehrlich gesagt irgendwie nicht. Nee. Bei weitem nicht. Gerade mal die Hälfte. Oh, 36 Schaden. Holy crap. Okay, ich darf nicht mit denen spielen. Ich darf eindeutig nicht mit denen spielen. Oder überlebt den wieder. Der überlebt den ernsthaft nochmal. Ich glaube es nicht. Der überlebt zwei Hüpf-Pushen. Okay. Dann gibt es jetzt mal einen Morphhammer. Oder einen Powerblock. Und einen Maxi-Pilz. Ah, den Maxi-Pilz bitte zuerst. So.
Kann ich mich direkt heilen und dann gibt der Warhammer ihm den Rest. Und beim nächsten spiele ich auf jeden Fall nicht mehr. Also der nächste kriegt wieder direkt irgendwas krasses ab. Die Hüftpushen enttäuschen echt in letzter Zeit. So. Aber hat sich gelohnt, denn ich krieg den seine Karte. Sehr schön. Boah, die machen schon mit ihrem Erstangriff so scheiß viel Schaden. Okay, wie gesagt, ich werde definitiv nicht mit dir spielen. Ist nur die Frage, was ich gegen dich einsetze. Der große Wuchhammer, komm. Ich denke, eine große Karte wird reichen. Du bist ja auch schon ein bisschen angeschlagen. Jetzt soll ich das Timing fahren. Der überlebt es. Der überlebt es ernsthaft. Das war eine große Karte. Und du hast den Erstangriff gefressen und du stehst immer noch. Was sind das für Gegner, Alter? Jetzt werden die Gegner langsam echt gefährlich. Wie gesagt, allein dieser Erstangriff ist ja schon krass. Hätte sein Freund ruhig gleich mitbringen können. Gib mir mal das Kartenrad. Ich glaube, ich gehe auf den Doppelsprung. So, wie gesagt, ich gehe auf den Doppelsprung. Schauen, ob das ausreicht. Der steht einfach jedes Mal mit einem KP. Okay, Kartenrad, irgendwas, ist ja vollkommen egal. So, Hammer passt. Also die Gegner sind echt scheiß gefährlich. Stopp. So, dürfte nur noch einer fehlen. Oh, du Drecksack. Verdammter Drecksack, ey. Ja, komm, du kriegst eine Feuerblume und gut. Feuerblume und dann ist Ruhe. Dass das sehr effektiv ist, haben wir ja schon gemerkt. Bevor ich weiter mit dir spiele. Vier Feuerbälle überlebt er auf keinen Fall. Okay, und wir können mal wieder rote Farbe gebrauchen. Aber die Gegner waren schon echt nicht schlecht. Aber gut, dass wir gleich direkt den in ihre Karte bekommen haben. Sehr schön. Und ist da auch noch was zum Umfärben? Nee, ist nur der Boden, okay. Ach, ernsthaft. Komm schon, Mario. Das ist auch nicht zum Umfärben. Wenn man die Buhs anschaut, bleiben sie ja stehen, aber der ist nicht blöd, der geht ja hinter mich, der Drecksack. Okay, wir sind durch. Und er greift direkt an. Okay, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, da kriege ich bis meine Ruhe. Ich gehe auf einen Pilz. Und dann gehe ich auf den Huchhammer. Weil viel Schaden das macht. Ich brauche wieder kleine Pilze. Ich habe da nur noch Maxi-Pilze 2.
Reicht es, um dich zu töten, mein Freund? Es reicht nicht, um dich zu töten. Och, ich habe noch einen Schlag. Ach so, das ist jetzt der zweite, schade. Ja, ist jetzt natürlich doof. Ich den Doppelhammer für den verschwendet. Das sollte eigentlich auf der andere da hinten gehen. Ich da irgendeinen Hüpfpushen oder so. Sicher habe ich sogar Doppelhüpfpushen. Ja, komm, Kartenrad, weiter, 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 weiter. Ich will den Doppelhüpfpushen. So, da ist er auch schon. Und setze ich jetzt auch gleich ein. Vielleicht hätte auch einer gereicht, aber wie gesagt, es war eh Kartenrad, von daher ist es egal. Aber es hätte einer gereicht. Okay, muss ich mir mal merken, dass bei den Zehnern einer reicht. Ich glaube, da geht es halt echt nur darum, dass sie oft angegriffen werden und nicht mit starken Angriffen. Also es ist nicht so, desto mehr Schaden die nehmen, desto mehr verlieren sie, sondern es geht ja wirklich darum, die oft anzugreifen. So, wir könnten jetzt in den Leuchtturm rein. Und das machen wir auch. Wir könnten natürlich auch erst draußen schauen, was da noch alles ist und so, aber... Oh. Das ist jetzt natürlich scheiße. Ich habe fast keine rote Farbe mehr. Wie konnte ich die besiegen? Mit was ging das nochmal? Hammer oder Sprung? Ich probiere es mal mit normalen Hammer. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was den Schaden macht. Deswegen, ich gehe jetzt mal auf normalen Hammer. Macht das Schaden oder muss ich springen? Okay, der Hammer klappt auf jeden Fall. Aber die hauen auch gut rein. Schauen wir mal, ob der Sprung funktioniert. Nein, okay, Sprung funktioniert nicht bei denen. Also auf jeden Fall mit Hammer angreifen. Und vielleicht ist ein Huchhammer bei denen ganz schlau. Ja, ich glaube, bei dem ist echt ein Huchhammer schlau. Aber jetzt habe ich natürlich schon so viele verbraucht. Scheiße. Das ist jetzt doof. Geh mal aufs Kartenrad. Ich nehme mir den Doppelhammer. Ich nehme erstmal nehme ich den Pilz natürlich, dann nehme ich den Doppelhammer. Dann nehme ich noch einen normalen Hammer. Sollte reichen, theoretisch, oder? Naja, wobei könnte sein, dass einer wieder überlebt. Überlebt sogar mehr als einer, das gibt's doch gar nicht. Könnt ihr zwei jetzt bitte endlich mal verrecken? Okay, wieder Kartenrad. Wieder Doppelhammer. Anders kann ich gegen die ja eh nicht machen. Ich muss gerade viel mit dem Kartenrad arbeiten, weil ich selten jetzt gerade die passenden Dinger verfügbar habe. Zur Verfügung habe. Gerade Hammer und so. Sowas frisst halt extrem viel. Aber was bringt mir das überhaupt, hier runter zu gehen? Gar nichts, oder? Scheiße! Ich sehe da oben nichts. Verdammte Axt, das gibt's doch gar nicht. Kann ich fliehen? Ich habe sonst echt ein leichtes Problem.
okay. Wir müssen es so machen. Hat keine andere Möglichkeit. Da geht's weiter. Es frisst zwar Farbe, aber immerhin kommen wir so einigermaßen vorwärts. Setz ich halt da mal so einen Einabpilz ein. Den nutze ich eh viel zu selten irgendwie. Okay, da drüben ist die Treppe. Ich mache lieber so weiter. Aber hier liegen ja die Farbkugeln, von daher kann mir hier eigentlich nicht so viel passieren gerade. Ich darf halt echt nirgendwo runterfallen. Okay. Ich habe zum Glück so großes Farbdings. Jetzt lohnt es sich halt echt mal, die ganzen Hämmer und so einzusammeln. So, jetzt auch die Kiste da offen. Wer auch immer da drin eingesperrt war in der normalen Welt, der ist jetzt frei. Also wenn du jetzt hier hinkommst mit einem Farblimit von irgendwie 180 oder so, weil du ganzen Gegner versucht hast zu skippen, ja, dann ist natürlich, das ist echt ein Problem. Gut, dass er nicht ganz so viel Rot raushaut, weil davon haben wir nicht allzu viel. Okay. Sind wir oben? Tatsächlich, wir sind oben und da haben wir auch schon, was wir brauchen, nämlich die Glühbirne. Puh. Und auch wieder rote Farbe voll, sehr schön. Glühbirnenkarte erhalten. Bringt elektrisches Licht ins Dunkel und schränkt das Sehvermögen von Sonnenbrillen verächtern ungemein ein. Was? Sonnenbrillen verächtern. Okay, das Wort habe ich noch nie gehört, verächtern. So, und hier ist der Leuchtturm natürlich kaputt, klar. Ist meine Farbe jetzt noch da oder? Nee, natürlich nicht. Warum auch? Ich versuche drüben runterzufallen und nicht hier, weil sonst gleich genau in dem Dingens. Und so lande ich vielleicht genau beim Eingang. Komm schon. Okay, da ist die Tür. Puh. Wir sind irgendwie draußen. Auch das war eigentlich eine ziemlich geile Idee, aber die Umsetzung war gerade etwas schwierig. So, der Buhu ist mir egal. Hörst du? Ich sag, du bist mir egal. Und was machst du? Du kommst mir hinterher. Ordne mal die Glühbirne da hinten ein. Sie auch wieder Doppelhüpf pushen. So, ich bin jetzt auf den Doppelhüft-Pushen gegangen, weil ich mir denke, dass es reicht für den da vorne. Wobei, der wird wieder einen mehr fressen, oder? Ja, kommt dann nur noch sehr in Sprung und gut ist. So. Einen frisst der. Bei dem da hinten haben wir ja gelernt, einer reicht aus. Jetzt geht der mit dem Doppelhüft-Pushen auf... Mann, du sollst den einen Hüpf pushen auf den einen und... Super. Genial. Warum machst du jetzt nicht das, was du sonst immer machst? Klasse. Okay, erneut Karten. Und jetzt gehe ich natürlich keinen Hüpf pushen. Leck mich am Arsch. So, dann muss es dann halt der Doppelsprung tun. Sollte es auch tun eigentlich.
Hoffe ich. Ja, okay. Gut. Mit dem. Ist hinten noch mehr? Der Birk, das ist auch irgendwie auffällig. Ich irgendwie drauf stehen. Aber da ist nichts mehr. Okay, Leute, ich beende die Party an der Stelle und dann setzen wir die Glühbirne beim nächsten Mal in der richtigen Welt oben im Leuchtturm ein. Und dann bin ich gespannt, was kommt. Ob dann Boss-Level kommt oder keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.